Hey, was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Folgen wir dem lustigen Geist. Wölfe. Warum können wir nicht einmal ungestört bleiben? Die Verlangsamung. Oh, ich habe das Schutzschild aktiviert. Oh, ist auch nicht schlimm. Schon haben wir wieder mehr Wölfe. Nicht wegrennen. Schon drauf. Gut, wir haben nicht mehr viel zu umheilen. Die nächste Stadt werden wir mal ein bisschen einkaufen. Kohle haben wir auch, glaube ich, noch richtig viel. Das ist gut. Folgen wir dem Geist. Plötzlich haben wir jetzt einfach mal alleine gelassen. Brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Hier. Eindeutig hier. Vielleicht führt er uns genau dahin. Genau zu denen vielleicht. Hey, hier rein. Dieser Hütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Kann man nur so doof sein? Okay, was ist mit der Frau passiert? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Na, war doch klar. War doch einfach nur klar. Wo ist die Frau? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Mehr von dem Brandzeichen erzählen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Das ist ziemlich krass. Okay, Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Ja, wirklich, auf jeden Fall. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Na, das hoffen wir doch mal.
Ja. Sprechen wir mit dem Baron. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Und einfach weg. Wow, die Grafik ist gerade richtig genial. Immer noch die PC-Version, es sieht wirklich fantastisch aus. Wahnsinn. Ja gut. Wenn wir zum Baron gehen, haben wir hier irgendwas zum Schnellreisen? Ich denke nicht. Dann rufen wir mal Plötze. Immer da. Magisch am Teleportieren. So, hier irgendwo sind noch Kräuter. Sollten wir mal mitnehmen. Die können wir immer gebrauchen. Auf geht's. Obwohl, wir könnten erst nach Ochsenfurt gehen. Das ist aber weit weg. Holy shit. Das wird eine lange Reise. Schauen wir mal eben auf die Karte. Das ist eine ganze Ecke weit weg. Der markiert mir das eigentlich hier nie drauf. Das finde ich mega doof. Ochsenfurt. Heya! Scheißen wir doch mal auf den Baron. Wir geben Gas. Gucken, was wir so finden können auf dem Weg hin. Mehr Krähen. So viel ist sicher. Na, hier müssen wir nicht hin, aber... Obwohl, wir waren hier schon. Wir waren hier auf jeden Fall schon. Hier weiter hoch. Das ist wirklich eine ganze Ecke weit weg. Ah, Banditenlager gefunden. Wahrscheinlich sind die aber Level 9. Ich habe auch nicht allzu viel zum Heilen. Sind schon auf mich aufmerksam geworden, oder? Lass uns doch mal die Lage checken, wie es da aussieht. Welches Level haben die denn? Ja, meistens Level 9. Schauen wir mal, was wir daran ausrichten können. Magische Falle. Reißt ihm die Eier ab, Sohn einer Ziege. Oh. Oh, der erwischt mich aber auch immer wieder. Ja, das wird nix. Stirb. Weg hier. Ich habe auch nicht wirklich viel zu heilen. Ochsenfurt könnten wir vielleicht irgendwie irgendwo was kaufen. Wir reiten mal irgendwo quer hier ein. Schauen wir mal, was hier so ist. Ich denke nicht, dass irgendwo immer eine Höhle ist, aber hier zum Beispiel. Eine verlassene Stätte. Heya! Ja, mit. Oh, die können wir töten. Oh, die könnten wir töten. Aber ich habe nichts mehr zum Heilen. Das könnte interessant werden. Level 5 sollten wir eigentlich schaffen. Was habe ich denn getan? Da, Feuer, brennen. Na komm schon. Kommt einzeln, das wäre super geil. Oh! Irgendein feiges Arschloch schießt da wieder mit dem Bogen. Und ich werde einfach wieder erwischt. Aber das machen wir nochmal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Wir gehen ein und knöpfen die uns vor. So. Plätze. Oh, ich muss wieder von hier starten, das ist fies. Aber wenigstens habe ich wieder was zum Heilen. Lass ich die Banditen einfach mal in Ruhe. Geht's. Reiten, reiten. Herrlich. Sieht wirklich fantastisch aus. Hey, langsam Plötze. Selbstmord gefährdet heute, oder? Ein Gas geben. Immer weiter vor. Probieren die auf jeden Fall nochmal. Ich habe meine ganzen Schema auf jeden Fall wiedergefunden. Wir brauchen neue Waffen. Schwerter, Rüstung, was auch immer. Denn die Anfangswaffen tun es einfach nach einer Zeit nicht. Ah, Gule. Ja, ich helfe ja schon. So, ein Schutzschild draufknallen und dann gucken wir mal. Was jetzt, du Stück Dreck? Eben, was jetzt? Du
muss anfangen zu blocken. Das ist ganz wichtig. Einer weniger. Muss die Wolfsleber essen, geht nicht anders. Komm her. Ghoul, du Ghoul der Verdammnis. Kopf ab. Göttern, hilf! Die hätten mich bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Hab ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Ja, wir sollten auf jeden Fall den Wagen verbrennen. Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast du irgendwas zum Anzünden? Es gibt eine gigantische Epidemie. Natürlich habe ich irgendwas zum Anzünden. Boom. So was, das brennt ja wie Zunder. Mann, das stinkt. Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Hier ist noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher, aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Und wenige Stunden später treffen wir auf ihn und das ist ein ekliger Ghoul. Irgendwie sowas. Nette Quest, nette Quest. Los, los. So, hier oben war das doch. So ist's gut. Schauen wir mal, was wir reißen können. Da kommen sie schon. Nur Level 5. Sollten wir packen. Oh, das ist fies. Also, wenn der Bogenschütze nicht wäre, wäre alles viel einfacher. Oh, die töten sich schon gegenseitig. Finde ich gut. So, den haben wir schon mal. Ich muss auf den Bogenschützen aufpassen, wobei das sehr schwer ist. Oh mein Gott, nee. Ich sehe das nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ja, wir müssen weiter. Nicht vom Pferd schießen. Nichts auszusetzen. Ich sehe den Feind einfach nicht kommen. Kleine Stadt hier vielleicht? Ja. Ja, ich pack mein Schwert schon weg. Sorry. Die direkt Panik kriegen. Hier ist eine neue Stadt auf jeden Fall. Wir können mal gucken, was hier so rumliegt. Irgendwas Essbares, wenn wir garantiert auftreiben können. Nichts hier drin? Nichts für Insekten? Doch. Ich guck mal, was ich noch so hab. Vielleicht kraucht noch irgendwas im Inventar rum, was wir fressen können. Scheint nicht der Fall zu sein. Nee, leider nicht. Weihrauch, den essen wir auf jeden Fall. Alchemie und Handwerk, nützliches. Was haben wir eigentlich hier? Waldkraut. Nee. Absolut nicht. Mal hier hoch. Abgeschlossen. Wirklich abgeschlossen. Ich kann doch nicht mal aufwackeln. Wunderbare Tür. Gehärtes Holz. Mach mal ein Schwert raus. Das gibt's ja gar nicht. Manche Türen kann man einfach so einkloppen, manche bleiben uns einfach verschlossen. Blütenblätter, Schnaps, brauchen wir alles gar nicht. Ich brauche was zu futtern. Du bist dümmer als ein Troll. Warum solltest du den Raufbold sonst vergiften? Sei still, verdammtes Weib. Sei still, verdammtes Weib. Krieg bleibt immer klein. Immer. Genau wie du.
Sophie, hör zu. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon. Die haben wirklich gar nichts. Kein Händler, nichts. Stimmt, sind alle Häuser auch noch zu? Das ist offen. Ich brauche was zu futtern. Zwergenschnaps. Oh, ihr seid doch hier echt nur am Saufen. Teller. Wo Teller heißt es auch meistens Essen. Kräuterschnaps. Ah, ich werde hier einfach nicht glücklich. Kann ich mal hier schlafen vielleicht? Nee, das bleibt uns auch verwehrt. Hexer schlafen anscheinend nicht. Bin heute Morgen bei mir daheim aufgewacht. Trink nicht so viel, dann hast du weniger Albträume. Hier vielleicht. Ja, eine Wasserflasche. Wunderbar, die ist auch hundertprozentig nicht leer. Wasserflasche, Wasserflasche, da. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Können die Leute ausrauben und die sagen gar nichts. Wenn sie es aber sehen, ist es, glaube ich, nicht so gern gesehen. Das hat wehgetan. Hell her, plündern wir die Leute noch ein bisschen aus. Auf geht's. Ich habe Pilze.